Wo hast du uns denn heute hingeführt? Ans Wasser. Ach, kann man dich da reinschmeißen? Nein, nicht. Solltet ihr hören, dass der Rhein verunreinigt ist, liegt es daran, dass Alfred mich baden geschickt hat. Ja. So viel schon mal zu unserem Geheimnis, wo wir dieses Wochenende gelandet sind. Wir stehen hier am Wohnmobilstellplatz Goldene Meile, der zu dem Campingplatz Goldene Meile in Remagen gehört. Remagen ist ein nettes kleines Städtchen, direkt am Rhein gelegen, am Rheinuferradweg zwischen Bonn und Koblenz. Du kannst hier wunderbar am Rhein entlang Radfahren, das Städtchen erkunden. Es gibt vieles zu entdecken. Bleibt dran, wir werden es euch mit Sicherheit zeigen. Ciao. Ciao. Ein schöner, beeindruckender Felsen hier am Rhein. Oben mit einem Kreuz drauf. Und da ist eine Höhle. Ob da noch Bewohner drin sind? Auf der anderen Seite die Überreste der Brücke von Remagen. Und da kommt Janina. Es ist echt erstaunlich, wie viele Schiffe doch noch hier den Rhein rauf und runter fahren. Die Binnenschifffahrt wird hier noch sehr rege betrieben. Ist der Diesel nicht schön, sich einfach mal anzuhören? Hier befinden wir uns an den Überresten der Brücke von Remagen mit dem dort beherbergten Friedensmuseum. Davor findet ihr die moderne Skulptur, zu der ich nicht viel sagen kann. Das Geheimnis dieser Skulptur ist gelüftet. Sie nennt sich Liebeskraft und wurde in Weeze gegossen. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch etwas entdecken können. Für den es interessiert, es gibt ein Informationsaudio, das euch gegen die Gebühr von 1 Euro hier zu der Brücke Interessantes erzählt. Guckt mal, Hochwasser 1993. Ich bin 1,58, also drehen wir das nochmal um. Ja, andersrum natürlich. Bis hier stand das Wasser. Und wenn ich mich umdrehe, seht mal, was das für ein Stück war, wo der Rhein über die Ufer getreten ist. Also das war schon eine ganze Höhe. War schon echt beachtlich. Da kommt wieder ein Schiff. Also wie gesagt, hier ist recht reger, interessanter Schiffsverkehr. Und wer sich dafür interessiert, kann hier sich den ganzen Tag vergnügen. Hier haben wir auch noch die Reste der Brücke. Schön im Abendlicht. So, gehen wir noch ein bisschen am Rhein spazieren. Wer weiß, ob es morgen noch mal Sonne gibt. Entlang der Uferpromenade gibt es eine Fotostaffel, die euch historische Bauten im Ort zeigen, die ihr dann auch aufsuchen könnt. Leider sind alle mit Graffiti versprüht, aber sicherlich könnt ihr die Orte trotzdem im Ort wiederfinden. Thank you.
eine Übersicht über Wanderwege, die hier direkt um Remagen herumführen. Sind sehr gut ausgeschildert und man kann sich anhand der Bezeichnungen und der Wegmarkierungen hier wirklich sehr gut orientieren und findet sie auch überall wieder. Ich bin jetzt in der Mitte der Promenade angelangt und hier habt ihr viele Restaurants, in denen bestimmt jeder das Passende für sich findet. Ihr sitzt wunderbar hier unten unter den Bäumen bzw. an den Häusern vorbei oder natürlich auch im Innern der Lokale. Könnt aufs Wasser sehen, die Abendsonne genießen und euch mit allen möglichen Leckereien verwöhnen lassen. Eine wirklich sehr märchenhafte und idyllische Kulisse. Nach einer anstrengenden Camper-Anreise mit Sicherheit der ideale Ausklang für einen wunderschönen Abend und einen tollen Start in ein schönes Wochenende hier in Remagen. Guten Morgen. Ich bin noch nicht so ganz wach. Ich glaube, das kann man auch erkennen. Alfred schläft noch. Wir haben kurz vor 8 und Nebel. Hinten kommt schon die ersten Sonnenstrahlen durch. Schaut mal. Der Felsen ist gar nicht zu erkennen. Aber die Schiffe fahren schon. Fahren ja auch die ganze Nacht durch. Und wir hoffen, dass wir heute noch ein bisschen schönes Wetter erwischen können. Die Vorhersage ist, dass es gegen 16 Uhr regnen soll, aber es noch ein bisschen mittags heiter und bis wolkig werden soll. Und so wie das da hinten aussieht, kämpft die Sonne schon, dass sie heute uns nochmal sich zeigen darf. Ich werde jetzt erstmal Frühstück machen. Da mein Frühstücksbereiter ja schläft, muss ich heute mal selber ran. Schnell ein paar Brötchen in die Omnia. Bin zu faul, es gibt zwar einen Discounter hinten, fußläufig gut zu erreichen, aber ich bin einfach zu faul. Hier auf dem Platz ist auch noch alles total verschlafen. Und da stehen wir auch noch völlig verschlafen. Was machst du? Kartümmelt, ja. Wer das Video Wadehafen gesehen hat, nee, Quatsch, Wadehafen, Schadwen gesehen hat, der weiß, dass ich jetzt auf Gartümmelcher bin. Und da es gestern Abend beim Regen ein bisschen windig war, ist hier gerade voll Obst. Da wird der Lahme wieder gehen. Meine Frau, der Sammler und Jäger. Ja, mehr Sammler. Nee, das letzte, was ich gejagt und erlegt habe, das warst du. Das habe ich aufgegeben danach. Das war die beste Jagd deines Lebens. Das hat meinen Jagdtrieb zu Erlahmen gebracht. Ja, ja, Quatsch gehabt. Das ist eine schöne Wohngegend hier. Ne? Ich habe nichts verstanden. Ich sag, das ist eine schöne Wohngegend hier. Ja.
Quartier Latin. Und was ist das? Die Partymeile. Party? Ach ja, da waren Kneipen und so weiter. Und was ist das für ein Kopf da hinten? Das Caracciola. Was ist das denn? Caracciola. Caracciola, der Rennfahrer. Der hat den Silberpfeil ins Ziel gebracht. Ja, ich wollte nur wissen, ob du das weißt. Der war Weltmeister. Ja, so war der aber auch. 1935? Ja. Muss mal gucken, hinten ist eine Tafel, da steht's drauf. Und hier haben wir den berühmten Rudolf Caracciola, der 1901 hier in Remagen geboren wurde. Und das ist das Haus von ihm? Ich meine, das war das Wohnhaus, ich weiß es nicht mehr. ...1959 ist er gestorben. Wir sind hier an der... Ich weiß gar nicht, Peter-Paul-Kirche oder so, keine Ahnung, hat was von einem Lost Place, wenn man das so sieht. Auch Teile der alten Stadtmauer. Ich glaube, das war der Hintereingang. Wir sind zur falschen Seite reingegangen. Ja, guck mal, wie das Haus da oben noch dran ist. Hier sind auch noch Fenster zu dem Haus. Hat hier noch Fenster. Hier sind wir am historischen Marktplatz, wo immer wieder Veranstaltungen stattfindet und wo ihr viele Lokale findet, um euren Hunger und Durst zu stillen. Und möchtet ihr euren Wissensdurst stillen, haben wir hier am Marktplatz auch noch die Touristeninformation, wo ihr einiges an Prospektmaterial findet. Vorher hast du doch Schnäppchentour. Ja, ich habe da gerade was entdeckt. Ich wollte zwar irgendwo anders hin, aber ich habe gerade was anderes gesehen. Die verfolgt mich. Das ist das Römische Museum. Was rauscht denn da? Wisst ihr es? Es ist die römische Wasserversorgung. Oben noch die Reste der mittelalterlichen Stadtmauer. Und hier die Kaskaden. Fürstenberg, Stammheim. Da geht's in die Gruft. Ton aus. Ton ist aus. Gut. So. Jetzt sind wir hier oben auf
an der Apollinariskirche, nachdem wir, dämlich wie wir sind, den Kreuzgang hochgefahren sind, anstatt die Straße zu nehmen, haben wir unseren Obolus für heute schon erfüllt. Schauen wir mal, wie es von innen aussieht. Das gehört zur Ruhestätte der Familie Fürstenberg, deren Gruft ich euch gerade gezeigt habe, sowie diese Kapelle. Hier ein kurzer Ausblick vom Aussichtspunkt Heiliger Franziskus auf die Apollinariskirche, hinten auf Peter und Paul und dem Rhein. Und das schöne Rheintal hier am Mittelrhein zwischen Bonn und Koblenz. Am Aussichtspunkt habt ihr noch den Franziskus, der seinen Segen dem Rheintal erteilt. Für die genaue Lage, der Stellplatz ist ungefähr da. Hinten ist der Drachenfels. Kann doch ja nicht sein. Der Drache ist doch vor mir. Wir filmen nicht mehr so viel beim Fahrradfahren, nein. Du filmst viel zu viel, wenn du das, die Kamera vorne am Rad dran hast. Immer die Fahrradwege, will kein Mensch sehen. Wer ist am Filmen? Ein Römertürmchen. Wo ist denn der Rolandsbogen? Und darauf geht's gleich. Das ist der Drache vor dem Drachenfels. Ha, ha, ha. So ein Kleinod wieder entdeckst. Wir sind jetzt in Oberwinter. Jeder kennt Königswinter. Aber da finde ich jetzt hier richtig schnuckelig. Vor allem die schwarzen Wolken da hinten, die sind auch sehr schnuckelig. Ups, ich bin auch schnuckelig. Das Haus steht in Gottes Hand. Gott bete es für Feuer und Brand. Echt schön. Da oben ist das Rolandseck.
Meine Frau wollte bis da oben fahren. Aber ohne mich. Da spiel ich nicht mal. Die Bananen hier. Das ist doch nett hier. Ja, richtig nett. Wo fahren wir? Keine Ahnung. Meine Frau hat mal keine Ahnung. Richtung Drachenfels. Willst du nach Hause? Nein. Du hast mich denn hier schon wieder hingeführt. In die geheimnisvollen Gärten in Rolandswert. Guck mal, der Baumpilz, der aber am Boden wächst. Das ist schon ein komischer Pilz. Ist gar kein Baumpilz, ne? Keine Ahnung. Ein ganz komischer Pilz. Na, die sind schon verpilzt. Jetzt sitzen die zwei Alten hier mitten im Wald und jetzt? Mach dich, dass ein Eichhörnchen vorbeikommt. Weil, wenn hier ein Eichhörnchen vorbeikommt, dann hat der Drache vom Drachenfels was zu fressen, oben in den Ästen. Dann muss er nicht bis nach hier unten und verschont uns. Also, jetzt haben wir Kinderstunden. Ich weiß aber nicht, ob der von dem Eichhörnchen satt wird. Nee, glaube ich weniger. Meinst du, der hat lieber Rippchen oder was? Das sind die geheimen Gärten, das ist der geheime Campingplatz. Ja. Guck mal. Geheime Gärten Rolandswert. Das war früher der Henson-Park. Das gehörte der Familie Henson. Da war auch ein Haus und alles bei. Ich will hier raus. Nee. Doch, bitte. Ich fahr jetzt. Knusper-Knäuschen, hier ist auch mein Fingerchen. Bring mich aus das Häuschen. Und tschüss. Juhu. Meine Frau sagt nichts mehr. Ich werde jetzt mal einen nicht jugendfreien Spruch losgelassen. Früher hatten sie ja mal Sex, heute lieben neben einer alten Hex. Verjäselt. Ich hab Apfelkuchen vorm Auge. Steht das komische Wohnmobil immer noch da, der getunte. Also ich werfe meine alten Sprühdosen nicht weg. Wenn unser Mann in die Jahre gekommen ist und nicht mehr schön ist, mache ich da auch Graffiti drauf.
Oh, welch liebliche Maid an meiner Seite. Ja, so ein Nebengelauf. Und in dem Wrack, das ist Bena alle Sack. Der Typ, der war ja cool, ne? Der war cool. Im Röckchen. Im Röckchen, ja. Das war kürzer als mein kürzestes Mini-Röckchen, was ich hatte. Ich habe zuerst gedacht, oh, nicht, dass du da das Mädel oben ohne filmst. Ich hatte ja nur den Rock und die Beine gesehen. Dann habe ich, war ja meines neugierig, wie ich bin, in die Garage reingelugt. Aber da war nichts zu sehen. Da war ein Kerl. Der hatte zwar oben ohne, aber der Rest war auch ohne. Alfred ist happy. Genauso die Betty. So, lecker Pizza gegessen und was kommt da? Na, wer weiß es von euch? Da kommt der Partydampfer. Ah, ich hoffe, ich kann die Musik anfangen. Als wir letztes Jahr hier waren, kreuzte er auch hier vor. Vor allem abends ist er richtig schön beleuchtet, also Party. Okay, lassen wir die Jungs mal weiter feiern und die Mädels. Was ist das hier? Urig. Urig? Ja. Alt und eigentümlich. So wie ich. So alt bin ich noch gar nicht. Ich tue nur immer so. Mäh. Nein, das geht nur, wenn ich das mache. Mäh. Du hast nicht diese Schwingungen da dabei. Ach du. Ich mache ein Reel für Insta und was machst du? Ich mache was für YouTube. Okay, man sieht sich. Ciao, ciao. Ciao. Ach ja, das war heute ein Versuch einer Fahrradtour. Wo du lagst, hast die Stützräder nicht dran gehabt. Ja, es lag daran, dass es ein bisschen viel genieselt hat und immer wieder eine kleine Schauer kam. Genau, der Plan war, nach Andernach am Rhein entlang zu fahren, weil die Brücke über die A jetzt wieder erneuert wurde. Und wir sind noch ein kurzes Stück über die Brücke gefahren, aber es hat permanent genieselt oder mal etwas mehr geregnet. Filmen war gar nicht möglich eigentlich. Und dann sind wir zurück. Wir haben jetzt 12.30 Uhr, werden hier noch schnell entsorgen und nach einem sehr schönen, aber etwas leider zu kurzem Wochenende nach Hause fahren. Ja. Oder hast du da irgendwelche Einwände? Nö. Dann werden wir für euch noch ein paar Videos schneiden zu Hause. Damit ihr auch immer am Ball bleibt, denkt dran, drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Auf Insta könnt ihr uns auch folgen. Da sind immer die aktuellen Trips von uns drauf mit kleinen Reels. Und wisst ihr was? Wir haben schon einen Plan für die nächste Woche. Schaltet wieder ein, denn es heißt Duckmobil on Tour mit dem Alfred und der Betty. Tschüss, macht's gut. Ciao. Bis dann, ciao.